Es heißt immer wieder, wenn du Blutverdünner nimmst, dann lass Vitamin K unbedingt weg. Aber ist das jetzt wirklich sinnvoll? Weil gerade Vitamin K2 hat ja enorm wichtige Funktionen auch. Blutverdünner wie Kumarin oder Warfarin werden gegeben, um einen guten Schutz vor Embolien oder auch Thrombosen zu bieten. Und diese Blutverdünner, die auch übrigens Antikoagulantien genannt werden, hemmen also die Blutgerinnung. Die halten das Blut im Prinzip flüssig. Ja, und dieser Wirkung steht jetzt natürlich das Vitamin K gegenüber. Vitamin K hat nämlich die Aufgabe, die Blutgerinnungsfaktoren in der Leber zu aktivieren, also für eine Blutgerinnung, Verdickung zu sorgen. Dann liegt das Vitamin K erstmal in der inaktiven Form vor. Ja, und die Aktivierung von Vitamin K wird dann durch die Blutverdünner nämlich verhindert. Das ist die Funktion der Blutverdünner. Und wenn das Vitamin K dann erst einmal unwirksam gemacht ist, dann bleibt es auch unwirksam. Und erst ein großer Nachschub an frischem Vitamin K kann hier dann wieder helfen im Prinzip. Und oft wird übrigens angenommen, es sei nur das Vitamin K1, das hier bei der Blutgerinnung eben hilft. Das ist aber nicht komplett richtig, denn auch Vitamin K2 hilft hier bei der Blutgerinnung. Und um genau zu sein, K2 hilft noch wesentlich besser als K1. Mit anderen Worten, K2 hilft sehr stark dabei, die blutverdünnende Wirkung von beispielsweise Marcumar oder Warfarin aufzuheben. Was empfehlen die meisten Ärzte deshalb in der Regel? Klar, bloß die Finger weg von Vitamin K2 oder auch sogar K2-reichen Lebensmitteln. Okay, das klingt auf den ersten Blick schon mal eigentlich ganz logisch. Aber ist es auch wirklich zu Ende gedacht? Denn wir erinnern uns, Vitamin K2 hat viele wichtige Wirkungen im Körper. K2 spielt eine wichtige Rolle im Kalziumstoffwechsel und bietet damit auch einen sehr starken Schutz vor Osteoporose. Und kein Wunder, dass bei vielen Patienten, die in diesem Beispiel auf ihren Arzt hören und eben kein K2 oder K2-reiche Lebensmittel mehr zu sich nehmen, dass bei genau diesen Patienten ein massiver Mangel an K2 eintritt. Und dabei geht es aber nicht nur um Osteoporose, sondern auch genauso stark auch um Arteriosklerose letztlich. Um das zu verstehen, da müssen wir einen kleinen Ausflug machen in den Vitamin-D-Stoffwechsel. Eine gute Vitamin-D-Versorgung verbessert mal direkt die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm in das Blut. Und im Anschluss gelangt das Kalzium über das Blut, ja, erstmal so in den Kreislauf und sitzt dann auch mal sehr bequem an den Gefäßen fest. Und wenn wir jetzt kein Vitamin K2 haben, dann wird dieses Kalzium letztlich auch nicht weiter transportiert in die Knochen, zu den Zähnen und so weiter. Mit anderen Worten, es beißt sich an den Gefäßwänden fest, das Kalzium. Und das ist definitiv nicht gut im Hinblick auf Arteriosklerose. Aus dem Grund macht es aus heutiger Sicht auch sehr viel Sinn, trotz der Behandlung mit Marcumar oder anderen Blutverdünnern, trotzdem auch Vitamin K2 einzunehmen. Das hat sogar einen weiteren positiven Effekt. Denn Vitamin K2, die regelmäßige Einnahme von Vitamin K2, stabilisiert auch die Therapie mit Blutverdünnern. Denn wenn wir auf die Einnahme von K2 verzichten, werden wir trotzdem über die Ernährung immer mal wieder auch K2 aufnehmen. Brokkoli, Grünkohl und so weiter. Das lässt sich praktisch gar nicht vermeiden. Und gerade in grünem Gemüse steckt davon eben auch besonders viel drin. Und diese sporadische Zufuhr von K2, die sorgt dann eben für Schwankungen, was auch wiederum nicht gut ist. Und durch die gezielte Einnahme von K2 kommt hier so eine gewisse Stabilität rein. Und das kann man dann auch sehr gut am sogenannten INR-Wert ablesen. Dieser INR-Wert trifft nämlich eine Aussage über die Stabilität der Blutgerinnung. Also, statt auf die Einnahme von K2 zu verzichten, macht es viel mehr Sinn, bei der Einnahme von Blutverdünnern trotzdem parallel auf K2 zu setzen. Hier ist allerdings wichtig, die Dosierung, dass du die Dosierung mit deinem Arzt besprichst, weil Blutverdünner und K2, die sollten hier schon auch fein aufeinander abgestimmt sein.